Hallo meine Lieben, heute gibt es endlich mal einen Leserückblick für den Juli 2019. Und zwar habe ich diesen riesigen Stapel, kann man es sehen, an Büchern geschafft, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe natürlich nicht komplett meine Leseliste geschafft, das nicht. Aber es sind ein paar neue dazugekommen, die natürlich nicht geplant waren. Einige, zwei Stück sind schon gar nicht mehr mit auf den Stapel dabei, da ich mir die aus der Bücherei ausgeliehen hatte und natürlich wieder zurückbringen musste. Und es waren insgesamt 16 Stück, also 15 Bücher und ein Hörbuch war mit darunter. Und ja, bei mir hat es sich ja um den Buchstaben S gedreht gehabt, nämlich Autor mit S. Hauptprotagonist mit S, Verlag mit S und Titel mit S. Ich habe natürlich nicht alles davon geschafft. Ich habe zum Beispiel keinen Titel und keinen Verlag. Ja, aber sonst habe ich alles geschafft. Und zwar habe ich einmal den zweiten Band von der Niki ihrer Drachenreihe, von ihrer anderen Drachenreihe gelesen gehabt. Und zwar ist das, hier geht es ja darum, Syra ist ja ein Drache, aber sie kann sich natürlich in eine Frau verwandeln. Und Dominik ist der Ritter. Und im ersten Band erfahren wir natürlich so das Ganze drumherum, wie das dazu kommt, dass Dominik auf Syra ihrer Burg festsetzt durch einen Fluch und was das für ein Fluch ist. Und ja, und was Dominik von Syra hält und ob sie das Geheimnis lüftet, dass sie eigentlich ein Drache ist. Wer weiß, das müsst ihr natürlich selber herauslesen. Ich finde diese Reihe bis jetzt sehr, sehr gut und ich freue mich schon riesig auf den dritten. Der erste war ja rot, der ist jetzt grün und der dritte ist in so einem bläulichen Ton. Und ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, was mit Dominik und Zyra noch alles so passiert. Ach ja, bevor ich es vergesse, ich habe im Juli 5510 Seiten gelesen gehabt. Das macht ca. 178 Seiten pro Tag. Nur weil immer einige immer fragen und ich es aber meistens vergesse. Dann habe ich eine Reihe beendet und zwar die Princess in Love-Reihe. Und das ist der finale Band oder der Spin-off-Band, wie auch immer man es nehmen will. Und zwar Delilah, ich habe keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Auf jeden Fall muss ich sagen, die Reihe ist ganz in Ordnung für zwischendrin. Ja, für zwischendurch ist es mal ganz okay. Aber so wirklich umgehauen hat mich bis jetzt wirklich nur Band 1 und Band 2, wo ich sagen muss, ja, hat mir echt richtig gut gefallen. Und ja, aber der Rest war eher so Durchschnitt, ganz okay. Einige Bände waren sogar so eher so überflüssig, hätte nicht sein müssen. Und die Cover finde ich alle richtig mega, auch die Models, also die Modelle, die drauf sind mit diesen Kleidern und auch in drinne immer so. Aber ja, wie gesagt, die ersten zwei fand ich auf jeden Fall am besten. Dann habe ich ein Hörbuch gehört gehabt und zwar der erste Band der Lighthouse-Saga, nämlich Rückkehr nach Sunset Cove. Und das Ganze spielt irgendwo in England, wenn mich nicht alles täuscht. Es hat irgendwo an irgendeiner. Ich dächte, es wäre England gewesen. Ja, und das Cover täuscht. Ich war auf jeden Fall sehr überrascht, als ich es mir angehört habe. Und ja, es ist eher so eine Kriminalsgeschichte mit also mit so einer Liebesgeschichte zwischendrin angehaucht. Aber hauptsächlich ist halt dieser Fall. Steht im Vordergrund. Hier geht es nämlich um den Anwalt Niklas Hunter. Und Niklas Hunter, seine Anwaltskarriere wurde natürlich gerade ruiniert und Skandal hoch 10. Und er zieht sich eigentlich nur zurück und ja, wartet, bis halt diese ganze Story um ihn herum ein bisschen abgeflacht ist und
bis er halt wieder wie ein normaler Mensch auf die Straße gehen kann, ohne gleich von Paparazzis und Kameraleuten umzingelt zu werden, flüchtet er halt nach Sunset Cove. Das ist ein, ja, Familienhaus auf dieser Insel und ja, da zieht man sich zurück, genießt das Leben und hofft, dass halt wieder alles normal wird. Und da trifft er, ja, er flüchtet halt in dieses Haus und dieses Haus ist im Cape Cod. Und als er da hinkommt, wundert er sich, dass auf einmal ein Hund in seinem Vorgarten rumspringt und eine Frau unter seiner Dusche steht, wo er sich eigentlich ganz sicher ist, dass er dieses Haus für sich alleine hat. Dann stellt sich natürlich heraus, dass diese Frau, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, ich weiß gar nicht mehr, wie die Frau hieß. Jedenfalls steht da eine Frau in seinem Badezimmer und er ist eine Einbrecherin und er will auch erst die Polizei rufen. Marie, genau. Marie. Und ja, aber sie wird da total panisch und hysterisch und will natürlich nicht, dass die Polizei gerufen wird, da sie gerade auf Bewährung draußen ist. Und ja, sie ist aber unschuldig im Gefängnis gewesen. Und ja, Niklas ist natürlich ein Spitzenanwalt, beziehungsweise bis seine Karriere den Bach runterging, sein Ruf ruiniert worden ist, macht er sich ja als Hauptaufgabe, um halt auch wieder gleichzeitig zu gewinnen, sage ich jetzt mal so, um halt gleich wieder positiv in der Gesellschaft dazustehen, macht er sich als Aufgabe, Maries Fall neu aufzuwerten und ja, will natürlich ihre Unschuld beweisen und was da alles so ans Tageslicht kommt und was für Gefahren alles auf sie lauern, müsst ihr natürlich selber anhören oder lesen. Ich fand es auf jeden Fall richtig, richtig mega spitze. Und Niklas hat natürlich auch einen Bruder. Irgendwas habt ihr, also ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber der heißt auch Hunter mit Nachnamen. Und der ist Arzt und um den geht es im zweiten Band. Da bin ich mich auch schon sehr gespannt drauf, was Niklas, sein Bruder, alles so erlebt. Und ja, also war auf jeden Fall eine riesen, mega Überraschung und Hörerlebnis für mich. Dann habe ich auch zugeschickt bekommen gehabt, die Herzensbrecherin von Susanne Elizabeth Phillips. Susanne Elizabeth Phillips habe ich ja natürlich schon sehr viele Romane von ihr gelesen und bin natürlich jedes Mal sehr begeistert, auch von ihrem Schreibstil her. Diese Story, also dieser Roman ist natürlich schon etwas älter von ihr. Die Herzensbrecherin war mit einer der ersten, die rausgekommen sind von ihr. Es kam natürlich jetzt nur wieder als neue Coverauflage raus und deswegen, ja. Aber ich hatte diesen älteren Roman natürlich noch nicht von ihr gelesen und habe mich natürlich tierisch darüber gefreut. Und vor allen Dingen, dass es jetzt auch in diesem neuen Cover erschienen ist. Ihre Chicago Stars-Reihe kommt jetzt auch nach und nach immer in einem Cover raus, beziehungsweise sind, glaube ich, jetzt schon alle draußen von der Reihe. Und ich glaube, die Texas-Reihe, irgendwas Texas-Reihe, kommt jetzt auch nach und nach immer in einem neuen Cover raus. Ich habe natürlich einige noch im alten Cover, einige schon im neuen Cover. Und ja. Ich werde mir von der Chicago Stars-Reihe auf jeden Fall alle im neuen Cover zulegen müssen, da das Cover ja gewechselt hat. Aber ich werde es erstmal lesen. Dann habe ich gelesen gehabt, genau, einmal den ersten Band, das ist der zweite Band und das ist der dritte Band von Artemis Fowl. Den ersten Band war natürlich ein Reread, da ich den länger, da ich den 2009, 2010 oder 11 rum gelesen hatte, aber nicht mehr, doch 2009, 2010 rum war das, aber nicht mehr, überhaupt nicht mehr im Kopf hatte, was es ging, nur so ganz grob, dass es um einen Jungen geht und dass der halt ziemlich schlau ist, so viel ist hängen geblieben, aber dass da halt, ja, darum geht es auch eigentlich, aber es geht halt auch darum, dass er natürlich, dass der Junge Artemis Fowl heißt und dass der natürlich, ja, sein Vater wiederfinden will, da der spurlos verschwunden ist und er will gleichzeitig halt auch das Fowls Vermögen ja, erweitern, nennen wir es erweitern. Und die Fowls sind natürlich nicht gerade dafür bekannt, dass sie halt nette Geschäfte machen, sondern eher so hinterhältige Geschäfte.
Und die Fowls profitieren halt immer davon. Und ja, Artemis Fowl ist gerade mal 12 oder 11 Jahre alt und ist natürlich ein riesengroßes Genie und hat natürlich auch einen Bodyguard an seiner Seite, der natürlich auch extrem ja, begabt ist. Und Artemis hat ihn, seit er noch ein kleiner Junge ist. Und gleichzeitig macht sich aber Artemis wohl natürlich auf eine Suche nach einem ganz, ganz besonderen Buch und befragt dazu eine Hexe. Eine Hexe war es. Und diese Hexe will ihm natürlich nicht Auskunft über die unterirdische Welt geben. Um das handelt sich nämlich in diesem Buch, sondern sie wird betrogen. Indem nämlich Artemis Fowl sein Bodyguard sich an die Hexe ranschleicht und ihr ein Gift dadurch heimlich spritzt und sie gar keine andere Wahl hat, um weiterzuleben, als ihm dieses Buch auszuhändigen. Er will es natürlich nicht behalten. Er will sich nur digitale Kopien davon machen, um es später zu analysieren und natürlich hinter diese Sprache zu kommen. Dann ist es natürlich so, dass in der Unterwelt natürlich auch gerade so ein bisschen was vor sich geht. Da ist ein Troll ausgebrochen und eine Elfe muss den Troll wieder in die Unterwelt holen. Und diese Elfe ist natürlich eine Polizistin. Und sie hat aber vergessen, ihre Energie aufzufüllen und muss dazu ein bestimmtes Ritual vollführen. Und ja, da begegnen sich natürlich Artemis Fowl und diese Elfe und was dann alles noch so passiert und wie das Ganze mit dieser Fantasy und mit der realen Welt auf sich hat, müsst ihr natürlich selber herauslesen. Ich finde diese Reihe, ich fand sie damals schon richtig, richtig gut und spannend. Und ich habe jetzt auch die ersten 3 Bände gelesen und ich freue mich so tierisch, weil das dieses Jahr auch noch verfilmt wird. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie die Verfilmung ist. Ich hoffe doch, dass die Verfilmung richtig gut ist und dass die nicht so kacke wird. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall schon riesig drauf. Und diese Reihe ist 8 oder 9 Bände lang. Also ja, ich habe noch einige Abenteuer vor mir mit Artemis Fowl. Und freue mich, die natürlich mir bald aneignen zu können. Dann habe ich mit der lieben Ulrike von Bücherherz zusammen den 7. Band von der Shoppigeholiger-Reihe gelesen gehabt. Und das ist gleichzeitig auch zu meinem Buchspiel die Autorin. Da habe ich Sophie Kinsella genommen. Und hier geht es ja natürlich weiter mit Rebecca. Ja, das ist der 7. Band dieser Reihe von der, ja, Shoppigeholiger-Reihe. Also von daher werde ich jetzt nicht viel dazu sagen, aber der Titel sagt ja, sage ich, glaube ich, auch schon einiges, dass es diesmal in Hollywood spielt. Und was Rebecca alles so erlebt und durchmacht, müsst ihr natürlich selber herauslesen. Dann habe ich den 13. Band von der Niki ihrer Fuchs-Reihe gelesen gehabt, war wieder mega, mega begeistert und freue mich natürlich schon auf den 14. Band, der auch schon bei mir in den Startlöchern steht. Und das Cover ist wieder richtig, richtig hübsch. Und ja, Fuchsreihe habe ich glaube ich auch schon x-mal was dazu gesagt, deswegen ja. Dann habe ich noch eine Reihe beendet und zwar Royal, eine Hochzeit aus Samt von Valentina Fest. Und ich muss sagen, oh mein Gott, so ein packendes, spannendes Finale hatte ich bis jetzt noch nie. Also es hat mich wirklich aus den Socken gehauen. Ich konnte es fast gar nicht aus der Hand legen und musste ständig weiterlesen. Also ich war sehr, sehr, sehr begeistert davon. Es hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Also mit diesem Abschluss kann ich definitiv leben. Ich gucke gerade nur, ob das zu irgendeinem. Nein, hat nicht zum Buchspiel gehört. Dann habe ich ein 19 für 2019 endlich mal wieder gelesen gehabt. Und zwar Musou, vielleicht morgen. Und ja, ich habe mal wieder ein Musou gelesen. Ich war riesig begeistert darüber. Ich glaube, ich habe das so auch schon eine Rezension verfasst oder auch nicht. Und zwar geht es hier ungefähr um, ja, es geht um eine Liebesgeschichte und zwar um eine sehr spezielle, spektakuläre Liebesgeschichte. Ja, es geht darum, dass Emma in New York lebt und gerade eine Trennung verarbeitet.
Und Matthew, der lebt in Boston. New York und Boston ist ein Stückchen auseinander. Und geht natürlich auf einen Flohmarkt und kauft einen Notebook, Laptop, irgend sowas. Und ja, der Verkäufer informiert ihn halt darüber, dass halt alles auf Werkseinstellung zurückgestellt ist und dass halt natürlich nichts ist. Und er hat, ja, er kauft ihn sich ziemlich günstig, der Matthew, und ist natürlich sehr begeistert darüber, weil er gerade den Tod seiner Frau verarbeitet und er hat natürlich auch noch eine Tochter. Und ja, das Ganze macht es natürlich nicht einfacher. Aber Matthew beißt die Zähne zusammen und ja, dann ist es halt so, dass Matthew halt diesen Laptop, Notebook, was auch immer es war, benutzt. Steht es hinten drauf, Laptop? Nee. Steht nur drauf, dass er auf dem Flohmarkt geht. Ja, okay, dann kauft er halt dieses Gerät und stellt natürlich fest, dass da halt noch Bilder drauf sind. Daraufhin kontaktiert er die Person, also die Frau, die natürlich auf diesen Bildern zu sehen ist, kontaktiert er und sagt ihr natürlich so, dass er ihr den, also ihren Laptop gekauft hat und da noch Bilder von ihr drauf sind und was er jetzt mit den Bildern machen soll, ob er sie löschen soll oder ob er ihr sie vorher noch schicken soll. Daraufhin antwortet die Emma, ja, dass das eigentlich gar nicht sein kann, da sie ihren Laptop eigentlich noch hat und sie weiß nicht, von welchen Bildern er spricht. Dann kommt natürlich heraus, dass sie sich nur über diesen Laptop kommunizieren können. Ja, warum, wieso, weshalb? Ja, ganz einfach steht das hinten drauf. Genau, hier steht nämlich drauf, ja, es wird sehr grob beschrieben. Es hat was mit den Zeitebenen zu tun, da Emma sozusagen ein Jahr in der Vergangenheit lebt und Matthew in der gegenwärtigen Zeit. Also Emma ist sozusagen ein Jahr, ja, weiter hinten. Also Matthew ist ja ein Jahr voraus und ja. Das ist natürlich sehr spektakulär und was natürlich dahinter steckt und wie das sein kann und ja, was Matthew natürlich dann mit Emma plant oder ob er sie überzeugen kann, dass das stimmt, müsst ihr natürlich selber herauslesen. Ich fand das mega, mega spannend, vor allen Dingen auch mit dieser verschiedenen Zeit und ja, es macht's sehr, sehr packend und spannend. Dann habe ich ja, genau, Musova von meiner 19 für 2019. Und ja, dann habe ich den zweiten Band der Again-Reihe gelesen gehabt von Mona Kasten. Ich war wieder sehr, sehr, sehr begeistert. Diesmal ging es ja um Spencer und um Dawn. Und ich muss sagen, ich könnte mich jetzt zwischen Band 1 und 2 nicht entscheiden, welchen Band ich knuffiger fand. Also ich muss sagen, die sind sehr knuffig und sehr spannend und schnuckelig gemacht und vor allem diese Playlist immer vorne drin. Also muss sagen, richtig, richtig gut. Und ich muss sagen, auch viele Songs davon kenne ich, viele natürlich auch nicht. Ist immer so, sag mal so, einige kenne ich, einige kenne ich nicht. Also es hält sich so in der Waage. Nichtsdestotrotz lerne ich nicht nur neue tolle Lieder kennen, sondern auch schließe mehr Charaktere ins Herz. Ich bin sehr gespannt. Im dritten Band geht es ja um weitere aus dieser, ich nenne es mal Clique, weiter. Ich bin gespannt, um wen es sich dann diesmal dreht. Ich will mich natürlich nicht spoilern und lese natürlich auch nicht die Leseprobe. Und ja, ich habe den dritten auch schon hier liegen. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und dann habe ich, genau, nochmal ein Autor zu den Buchstaben. Es nämlich Susanne Fröhlich, Familienpackung, habe ich nämlich auch gelesen gehabt. Fand ich wieder sehr lustig, sehr packend. Also die Andrea Schmid-Reihe gefällt mir mehr und mehr. Also ich bin da wirklich sehr gespannt, was die Andrea noch alles erlebt. Dann habe ich so eine, ich nenne es mal Biografie. Und zwar habe ich von Daniela Katzenberger den dritten Band gelesen gehabt. Eine Tussi wird Mama. 9 Monate auf dem Weg zum Katzenbaby. Hat mir sehr gut gefallen für zwischendurch auf jeden Fall.
Ich habe für das Buch nur einen Tag gebraucht und für das da genauso. Also liest sich wirklich sehr schnell weg, vor allem weil drin ja auch diese wunderschönen Bilder sind. Ich muss sagen, ich finde die Bücher immer ja zum Dahinschmunzeln. Man kann darüber lachen, man hat die Probleme alle selber mal gehabt. Und ja, also für zwischendurch auf jeden Fall sehr geeignet. Ich gucke nur gerade, ob das zu irgendeinem von meinem Buchspiel war. Nein. Auf jeden Fall fand ich richtig gut. Ich bin gespannt, ob auch noch ein viertes Büchlein von dir kommt. Dann habe ich DVDs gekauft. Und zwar habe ich den dritten Band komplett geschaut und den vierten Band hatte ich den auch komplett. Ich dachte, den hätte ich auch komplett angeschaut. Genau, den habe ich auch komplett angeschaut. Das heißt, ich muss jetzt nur noch Staffel 5 und 6 mir angucken. Dann bin ich leider mit dieser Staffel durch, da sie leider ja abgesetzt worden ist, was schade ist. Aber ich freue mich auf jeden Fall noch, was Caroline und Max noch alles so erleben und ja, was aus ihrem Traum wird. Dann habe ich noch einen Film geguckt gehabt, nämlich Manhattan Green. Und zwar hatte ich den Trailer mir ja mal angeguckt gehabt und wollte ihn unbedingt ins Kino anschauen, habe es aber nicht geschafft. Hab dann gesehen, es gibt dann die DVD, habe sie mir dann geholt und habe wirklich mir die DVD geholt und habe fast 1,5 Wochen lag die eingeschweißt auf meinem Schreibtisch, weil ich es nicht geschafft habe, diese DVD zu gucken. Aber dann habe ich gesagt, komm, nö, du setzt dich jetzt dahin und guckst diesen Film. Egal was komme, was wolle, du guckst diesen, du hast ihn dir gekauft und der wird jetzt ausgepackt und der wird jetzt angeguckt. Habe ich dann auch gemacht und war sehr begeistert von der Story. Also hat mir wirklich richtig gut gefallen. Achso, hier geht es um Maya. Sie ist Anfang 40 und ich lese euch, glaube ich, einfach hinten mal durch. Maya ist Anfang 40 und ziemlich frustriert. Sie hat sich im größten Supermarkt von Queens bis zur stellvertretenden FIA-Leiterin hochgearbeitet. Doch den Chefposten kann sie ohne vernünftigen Schulabschluss abschminken. Da bekommt sie eine zweite Chance. Ohne Mayas Wissen poliert der Sohn ihrer besten Freundin Johann ihren Lebenslauf auf und passt ihr auch gleich noch den passenden Social-Media-Auftritt. Prompt erhält sie eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch in Manhattan. Und ehe sie sich versieht, findet sie als Marketingberaterin mit eigenem Büro bei einem Kosmetikkonzern wieder. Maya erfindet sich von Grund auf neu und der Welt zu zeigen, dass Cleverness mindestens ebenso wertvoll ist wie ein College-Diplom. Doch wie lange kann sie diese falsche Identität aufrechterhalten? Ja, hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Dann habe ich noch ein Buch mit der lieben Ulrike von Bücherherz gelesen gehabt, nämlich Obsidian, der erste Band der Lux-Reihe. Den haben wir natürlich auch zusammen gelesen gehabt. Ja, was soll ich sagen? Hat mir natürlich riesig gefallen und wir lesen natürlich auch die Folgebände zusammen. Ich freue mich auf jeden Fall, eine neue Reihe entdeckt zu haben. Jennifer Armentrout habe ich ja schon ein oder zwei New Adult Romane von ihr gelesen gehabt. Deswegen kannte ich ihren Schreibstil schon und er war natürlich von ihrem Schreibstil natürlich schon geflasht und wusste, dass der sehr packend ist. Aber ich wusste nicht, wie es im Fantasy-Bereich aussieht. Und ja, hat mich auch gepackt, hat mir sehr gut gefallen und ich bin sehr zufrieden. Wie ihr seht, ich habe mir natürlich, ach ja, den anderen, was ich noch gelesen hatte, war die Graphic Novel von Clans of Throne, hab's vergessen. Wie heißt das? Die gehypte Serie Throne of irgendwas. Nee, Throne of Glass war die Buchreihe. Hab's vergessen. Auf jeden Fall habe ich da wieder die Graphic Novel, den zweiten Band diesmal. Throne. Hab's vergessen. Komm nicht drauf. Irgendwas mit Throne, irgendwas, ja. Aber ihr wisst, glaube ich, welches. Ich meine, ich hatte ja davon ja auch mal den ersten gelesen gehabt, habt ihr euch auch gezeigt gehabt. Und den zweiten, den gab es letztens auch in der Bücherei. Und ja,
Hab mir halt mitgenommen, weitergelesen, finde es ganz okay. So als Graphic Novel muss ich sagen, gefällt es mir, finde ich es ganz okay, aber ich glaube, Bücher oder Serie würde ich mir niemals anschauen. Dafür finde ich es nicht spannend genug. Also ist nicht wirklich so meins. Dieses Fantasy historisch angehaucht ist dann doch ein bisschen, ja, ich finde es ganz nett gemacht, muss ich sagen, mit als Graphic Novel und ja. Ich blicke da auch mehr durch die ganzen Charaktere und ganzen Schlösser und Familienclans und wer hinter wem und welche Intrige und ja. Also ich weiß nicht, im Buch würde ich glaube ich durcheinander kommen und ich bin auch sehr gespannt, wie die Graphic Novel, ob die eher mehr an die Bücher angehaucht ist oder mehr an die Serie angehaucht ist. Da ja in der Serie Leute sterben, die in den Büchern nicht sterben oder so. Irgendwas habe ich so mitbekommen. Ah, wie hieß denn das? Throne of Clan? Clans? Weiß nicht mehr. Ihr wisst auf jeden Fall, welche Serie ich meine, die da übelst gehypt wird auf Netflix und auch immer noch. Und ja. Ja, das hatte ich auch noch gelesen gehabt. Ja, den ersten Band von Artemis Fowl, den war ja ein Reread, den habe ich aber auch mir aus der Bücherei ausgeliehen, da ich den ersten Band komischerweise irgendwie nicht mehr hatte. Nur Band 2 und 3. Ja. Mehr habe ich nicht geschafft. Die anderen, ja, weiß ich nicht, wann ich die lesen werde. Muss ich mal schauen. Vielleicht gibt es auch mal wieder einen Monat, wo ich mehr Zeit dazu finde, dazu zu greifen, weil jetzt erstmal im August sieht es eh schon ein bisschen mauer aus. Ich habe bis jetzt noch nicht wirklich was gelesen. Was aber halt auch daran liegt, was ich ja euch schon in den Neuzugängen erzählt hatte, da ich ja gerade meinen Führerschein mache und dementsprechend eher beim Lernen bin. Ja, und deswegen gab es auch diesen Monat kein Currently Reading, weil ich ja, wie gesagt, nicht wirklich was gelesen hatte. Und ja, und euch sage ich jetzt mal das Fahrschulbuch zu erzählen, was ich da bis jetzt gelesen habe und wie viele Seiten das hat und ja, und um was es sich in diesem Buch dreht, kann man sich glaube ich denken und ja, deswegen gab es das diesen Monat nicht. Aber ich bin sehr froh und irgendwie auch sehr fasziniert darüber, dass ich so viele Bücher im Juli gelesen hatte, obwohl ich im Juli, ja doch, da hatte ich ein bisschen mehr Zeit als im August, aber auch nicht wirklich viel, denn ich bin echt gespannt. Also ich bin echt fasziniert darüber, wie viel trotz wenig Zeit zusammengekommen ist. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es noch im August was wird mit dem Lesen oder eher nicht. Ich lasse es euch auf jeden Fall wissen und ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.